Und damit ein herzlichstes Hallihallöchen und willkommen zurück bei World of Warcraft Legion. WoW Legion, WoW Legion. Im Kampf mit unserem Furor-Krieger. Ja. Mit unserem Furor-Krieger, der hier immer noch in der Action ist. Und immer noch am Prügeln ist. Sehr schön. Die Quest ist auch beendet. Wer heilt mich denn hier? What the fuck? Sprecht lauter. Warst du das? Eine Hardcore-Heilung oder was? So, oh. Gibt's da einen Schatz? Schatz? Gibt's da einen Schatz? Nee, gibt's keinen Schatz. Egal, gut, tschüss. Möge die Erdenmutter euch in die richtige. Oh Gott, Alter. Ist ja gut. Hörst dich voll so an, als ob du gleich einpennst. Gelmok getötet, Kristallzorn. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ach, guck mal, da ist der Schatz, okay. Gelmok ist oben. Da ist aber nicht. Okay, Gelmok scheint oben zu sein. Das heißt, wir müssen wieder nach oben gehen. Zack, 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 zack. Ich weiß bloß nicht, wo oben. Ganz oben? Oh ja, noch weiter oben. Okay. Ach, da ist er doch schon. Die nette Kollegin ist leider nicht mehr da. Die Magierin. Oh. Diese Rune ja etwas zu stark für euch, Gelmok. Vielleicht habe ich euch überschätzt. Aha. Das war der Kollege, der gerade da ist. Dragul, der hatte den Hammer, den Doomhammer, den wir brauchen. Ich glaube, es war der Doomhammer oder so. Auf jeden Fall den Hammer. Von dem müssen wir uns den wieder zurückholen. In der Instanz am Ende. Sobald wir die Quest eben haben für Hochberg. Deswegen möchte ich eigentlich so schnell wie möglich durch. Eigentlich. Aber. Ich hab da jetzt gar nicht richtig geguckt eigentlich. Ne? Während des Effekte auf den Wutanfall die maximale Gesundheit um 2%. Komm, wir hauen uns das Teil mal rein. Wo muss das rein? Uns. Warum nicht? So, wir sind hier durch, oder? Dann möchte ich gerne wieder nach oben. Nach oben. Darf ich wieder nach oben? Nicht nach unten, nach oben. Ich will nach oben. Ich will hier raus. Wo komme ich denn hier raus? Sag mal, von da hinten sind wir gekommen, glaube ich. Wir müssen jetzt nach unten, glaube ich, wieder. I think so. I think so. Naja. Da lang. Da lang. Da geht's irgendwo raus. Hier geht's raus. Ich sehe es schon. Komm, hier muss es rausgehen. Hier muss es rausgehen. Nein, hier geht's nicht raus. okay, jetzt haben wir ein Problem. Okay. Ist der EP? Vielleicht auch nicht. Aber wir wären kein Krieger, wenn man mit sowas nicht klarkommt. Ne? Von daher. Zack, 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 zack. Und jetzt du. Der existiert nicht mehr, oder was? Ah, okay. Na gut, dann tschüss. So, warte mal. Da doch, hier müssen wir dann. Und dann da lang. Doch, wir sind da richtig. Okay, super. Okay, wir hocken uns mal kurz hin.
und essen mal schnell was, meine Damen und Herren. Wir essen kurz eine Kleinigkeit. Da geht's dann auch nach draußen. Sehr schön. Und wir geben die Quest da hinten ab. Wobei, die müssen wir da hinten abgeben. Dann gehen wir erstmal zu diesem netten hier. Geben bei ihm die Quest ab. Und holen ihn ja im Endeffekt wieder zurück. Und dann gehen wir mal zu... Nein. Ich will nicht kämpfen. Nein. Zu dieser Dame da hinten. Auch schicke Tierchen. Flusswinden. Da lang, da lang, da lang. Wo ist sie denn? Da hinten ist sie. Okay, super. Da oben wartet sie auch schon. Ich glaube, das ist auch die erste, die wir praktisch rekrutieren, glaube ich. Das ist ein Häuptling. Gibt uns natürlich wieder eine Quest, ganz klar. Wir müssen jetzt diese ganzen Herrschaften hier retten, evakuieren. Mit dem Horn. So. Der Nachtelf macht's uns gleich. Der andere Kollege da. So, 10 haben wir. Sehr schön. Jetzt geben wir diese Quest auch wieder ab. Die müssen wir da unten abgeben. In diesem Zelt, in diesem Häuptlingszelt war. Hallo. Geistwandler. Servus. Oh. Ja, da habt ihr den Hammer gerade gesehen. Das war der Hammer, den wir benötigen, den wir zurückkämpfen, zurückholen müssen. Und wir müssen jetzt zum Beispiel das hier machen. Danke für eure Hilfe. Bitte, gern geschehen. Und das hier. Bekämpfen. Kannst du mal aufhören, dich wegzudrehen von mir, wenn ich mit dir rede? Ja. Das kriegen wir natürlich alles ohne Probleme hin. Zack, 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 zack. Komm an meine Range, danke. Endlich. Wirbeltour. Oh. Man muss halt noch die richtigen Tasten treffen, wenn man schon dabei ist. Den Kollegen hier noch weg. Zack. Und wir brauchen, glaube ich, noch hier. Das ist die Ante, oder? Ach ne, das sind hier wieder diese. Hey Mage, was geht ab? Meinen Dank, Champion. Oh. Fünf von acht brauchen wir da jetzt noch einen oder nicht? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hallo? Achso. Und auch ein Stück schon wegschotten. Komm. So. Leveln, leveln, meine Freunde.
6. Dann brauchen wir noch den hier. Komm, wir helfen dem Mensch wieder. Kommt auch uns zugute, oder? Jawohl! Danke! Trainer Pala. Ach, so ein Paladin wäre ja auch schön gewesen. Aber ich habe keinen Paladin. Zumindest nicht auf diesem Server und der andere. Oh. Ja, Flussmänner gerettet. Oh, wir brauchen doch noch einen. Hoppala. Wurde mir gar nicht mehr auf der Karte angezeigt. Wo ist denn der? Jarl. Jarl! Flussmähne! Wo bist du? Da! Hi! Bitteschön! Mein Dorf! Naja, dein Dorf ist kaputt, komm. Ausgelöscht. Genau, hast du richtig erkannt. Komm, auf! Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit, mein Freund. Komm, 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 komm. Oder Liebe. So, hallo Kriegsheld Oro. Hallo, mein Freund. So, die Beißstein... Na, Klave? Beißstein... Nen... Klave. Enklave. Beißstein, Enklave. Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Mal da rein. Oh, es geht das erste mit den Höhlen los. Bei den Höhlen bin ich auch ein bisschen enttäuscht hier in Hochberg. Also, wer hier schon noch nicht gequestet hat, oder wer schon gequestet hat, der wird so ein bisschen die Höhlen so ein bisschen wieder erkennen. Zum Beispiel. Ja? Ist zum Beispiel eine. Sie sieht anders aus, ganz klar, aber das Grunddesign erkennt man sofort von dieser Höhle. Wenn man in, sagen wir es mal, in im Tanang-Dschungel bei MOP war, dann erkennt man das Grunddesign der Höhle wieder. Sehr, sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich sehr, sehr schade. Danke. Und weiter oben, wo wir auch noch rein müssen, das sind dann auch so zwei Höhlen, die sich, die komplett identisch sind, nur dass eben andere Mobs drin sind. Auch so ein Ding. Finde ich persönlich sehr, sehr schade. Die Basilisken können wir dann noch schön gemütlich kirschnern. Ach, kirschnern. Bergbauen. Sozusagen. Wir müssen dann nach oben. Das ist auch so ein Ding halt von Blizzard, wo Blizzard super gemacht hat. Ja, du bist, also du bist nicht gezwungen, aber dadurch, dass wenn jetzt ein anderer zum Beispiel den Mob angreift und du den mit angreifst, kriegst du diesen auch gezählt, wenn du ihn benötigst. Und da muss ich sagen, das finde ich super von Blizzard, weil das bringt so ein bisschen dieses Zusammenspielen wieder raus. Das bringt so ein bisschen dieses Zusammenspielen wieder. Deswegen finde ich es sehr, sehr schön gemacht. Dadurch, dass man eben, dass beide belohnt werden eben dafür dann. Ich habe so lange nach euch gesucht. Genau zur rechten Zeit, Jump. Ah, da lang, okay. Wir haben den Weg zu Dagrul freigemacht. Finde ich super. Haben sie gut gemacht. So. Dagrul, der Unterkönig, steigt herab. Und stellt euch dem Urteil jener, die ihr verraten. Super. Brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich nehme trotzdem mit.
So, hier sind wir durch. Entkommt aus dem Dingsbums hier. Also hier sind wir fertig. Wir müssen jetzt wieder raus. Das war es hier drinnen leider. Und wir steigen auch gleich wieder auf. Dann haben wir in dieser Folge ja echt mal Level gut gemacht. Das ist ja mal Wahnsinn. Wow. Können wir ja echt mal stolz sein. So. Darf ich bitte aufsetzen? Dankeschön. Und jetzt wieder zurück zu den netten Questgebern. Zack, 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 zack. Und darüber. Grüße, Champion. Grüße dich, mein Freund. Grüße dich. Was haben wir denn hier? Handgelenk und das ist Finger. Okay, Finger lasse ich mal. Ich nehme Handgelenk. Dieser Krieg wird von Champions entschieden, nicht von Armee. Den Hammer von Kasgoroth direkt zu mir und den anderen Häuptlingen zu stehlen. Unser letzter Oberhäuptling Ulan gab sein Leben bei dem Versuch, ihn aufzuhalten. Myla trägt nun das Totem ihres Vaters. Doch sie ist noch nicht Häuptling. Ah, okay. Dargrol hat nicht nur einen Hammer geraubt. Er hat unser Volk entzweit. Einen Keil zwischen unsere Stämme getrieben. Okay. So, wir müssen jetzt die gute Jail Flussmähne nach Donnertotem bringen. Das ist die erste, ja, Anführerin eines Stammes sozusagen, die wir jetzt haben. Und, wir reiten einfach weiter, oder? Reicht doch, geht doch, genau. Das ist die erste Anführerin, die wir jetzt befreit haben. Wir werden dann natürlich die nächste noch holen müssen, oder den nächsten, besser gesagt. Die nächsten sind, glaube ich, zwei Herren. Ich danke euch. Hier Bitte. Sollten wir sicher sein. Kommt, lasst uns mit Myla sprechen. Natürlich, ich bin dabei. An mir soll es nicht liegen. Denn ich will die EP. Jail, ihr seid zurück. So. Ich danke den Geistern. Myla, mein Kind. Der Unterkönig hat die Flusswindung zerstört. Zerstört? Unterhaltet ihr euch noch weiter oder ist es fertig? Okay, wir ist fertig. Den Hammer und unser Land. Ja, herzlichen Glückwunsch zum nächsten. So, hier haben wir der Stamm der Himmelshörner und geistlicher Spaziergang. Der Stamm der Himmelshörner ist dann praktisch die nächste Quest im Endeffekt, die wir angehen werden. Mit dem nächsten Stamm. Der befindet sich hier oben. Und hier haben wir das Stamm der Bluttotems. Also diese zwei brauchen wir auf jeden Fall noch. Und ich denke, zu denen werden wir dann auch als erstes gehen in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Aber wir erzählen jetzt erst nochmal noch die Geschichte von Hun. Oder er. Was er gesagt. Lasst mich euch die Legende von Huln Hochberg erzählen. Lange Zeit bekriegten sich die Tauren dieses Berges. Zahllose Leben, ganze Stämme gingen verloren. Eines Tages kehrte Huln Hochberg von einer jener Schlachten zurück und fand sein Volk niedergemetzelt von einem unbekannten Feind. Mit seiner Trauer ringend, rief Huln die Anführer der verbliebenen Stämme zusammen. Er überzeugte sie davon, sich gemeinsam dieser neuen Gefahr zu stellen. Und nun lasst mich euch Hulns Prüfungen zeigen. Ja, das brauche ich nicht. Danke. So, dann haben wir auch das hier. Huns Geschichte von Geistwandler Ebenhorn. Auch diese haben wir beendet. Blick in die Vergangenheit. Das Ganze nehmen wir natürlich auch an. Aber wir gehen dann nach oben. Und da oben beenden wir dann auch die Folge.
Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit der eigentlichen, ja, Quest im Endeffekt auch. Also wir werden jetzt mal ganz schnurstracks durchgehen. Und im Nachhinein können wir dann den Rest natürlich auch noch machen. Das ist kein Problem, aber so, dass wir einfach schnell möglich die Säulen haben, schnellstmöglich. Und dann auch, ja, so weit sind, um eben zu sagen, okay, wir sind ready für den endgültigen Fight. Beziehungsweise für das nächste. Meine Freunde, das war's von meiner kleinen Aufnahmesession. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben natürlich freuen und so weiter. Aber das sage ich ja eigentlich sonst gar nicht mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Euer Nightghost. Ciao. Alles Gute.